Hey meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Subject 13. Ja, ich könnte auch 13 Englisch aussprechen, aber das wollt ihr nicht hören. So, wir haben jetzt hier so ein Drehkreuz gekriegt. Jetzt ist die Frage, wofür das ist. Dafür kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen. Entweder für den Schrank oder für die Tür. Wobei ich eher denke für den Schrank, weil da eben so auch so eine Einkerbe, also hier so ein Dings drin war. Okay, was ist das da? Das kommt dahin. Das muss nach ganz oben. Das kommt dahin. Das nach hier. Und das nach ganz oben. Und da haben wir ein Zauberbuch. Ein Zauberbuch? Was macht das hier? Das gucken wir uns natürlich mal näher an. Buch der 100. Ein Kombinationsschloss mit seltsamen Symbolen. Da ist nur die Frage. Aber stellt man das, ne? Diesbezüglich haben wir eigentlich noch keinen Hinweis. Buch der 100. Ja, hier im Buch sind jetzt auch keine Hinweise an sich. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie jetzt rausholen müssen. Warum geht die Seite eigentlich nicht auf? Ich kann das weiter verschieben. Kann man es auch noch irgendwie anders machen? Oder war es das in dem Schrank? Vielleicht war es das ja in dem Schrank. Aber ich denke, wir müssen das Buch eigentlich eher aufkriegen, hä? Keine Wirkung. Aber wie kriegen wir das auf? Wir haben ja keinerlei Hinweise, welche Symbole wir nehmen müssen. Ist hier irgendwie was drauf? Okay, ich denke mal, ich kann jetzt einfach nur stumpf ausprobieren, hä? Ich hoffe, es ist auch egal, welche Reihenfolge wir machen. Sind ja zum Glück nicht so viele Symbole. Zumindestens. Also was heißt Symbole, ist ja nicht so dramatisch, aber es sind ja zum Glück nur zwei dieser Räder. Ist jetzt natürlich auch die Frage, das so funktioniert. Oder ob ich doch andere Kombinationen machen muss. Also nicht nur zwei Symbole einstellen, sondern halt andere Sachen, ne?
Ich weiß auch gar nicht, wie schnell das reagiert in Form dessen, dass es dann aufgeht. Aber ich kann hier nichts anklicken. Also gehe ich davon aus, sobald die richtige Kombination drin ist, dass es von alleine aufgeht. Aber jetzt bin ich schon bei der letzten Symbolreihe. Also beim letzten Symbol meine ich. Fuck. Wie kriege ich dieses Buch auf? Ein Kombinationsschloss mit seltsamen Symbolen. Das ist ja schön. Ich habe nichts gefunden, nicht mal irgendwas, was dem ähnlich wäre oder so. Da ist noch irgendwie was. Aha. Okay. Kann ich das auf der Seite auch machen? Nee. Irgendwo muss man es anscheinend noch eins aufmachen können, ha? Da hatten wir das. Ah, hier. Können wir noch irgendwie was machen? Wie diese Seite scheint man öffnen zu können. Ach, da. Hä? Das Einzige, wo was auftaucht, ist hier. Ah, jetzt hab ich's. Okay, also. Dieses Symbol und dieser Stuhl. Gut. Ach, upsa. Ich wollte mir das ja. So. Ich denke mal, jetzt, wo ich die Kombination kenne, dürfte es eigentlich aufgehen. Ja, jetzt kann ich es aufmachen. Wow. Ich finde das so cool. Achso, ne, das macht jetzt wieder das da. Warum? Macht nichts weiter. Das ist es halt. Das, was mich ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass, dass das. Ach, das ist verkehrt herum, fällt mir gerade auf. Dass die anderen Sachen dann nicht inaktiv werden, die man benutzt hat und jetzt nicht mehr benutzen kann. Was zur Hölle? Dreizehn? Für Subjekt 13 oder so. Nee, es muss 100 ergeben, oder was? Okay. Also ich, wenn da steht Buch von 100 oder irgendwie sowas, ne, gehe ich davon aus, dass das 100 ergeben soll. Gut, 47, da müsste irgendwas mit 6 hinten 26 sein. Haben wir nicht. 38 müsste 62 sein. Tada! So schnell kann man das machen. Ah, noch ein Erfahrungsbericht. September 5th. 2009. Honey, I hope you get this message. This damn magnetic field is disturbing all our communications and has disabled radio contact. We're going to have to wait another 4 months before the next supply boat arrives. Sitting and waiting here is impossible without news of you and the kids. Thank them for the drawing and many thanks to you for the scent. I love you. Ross. Okay, also ist Ross derjenige, der hier gefangen war und dementsprechend die Sachen gemacht hat. So, ich gehe jetzt davon aus, dass wir hier weiterkommen. Das ist so cool. Ich liebe diese Mechanik. Okay.
da können wir den Hebel jetzt einsetzen. Da können wir jetzt diesen Hebel einsetzen. Warum sollte das nicht gehen? Ach, weil das noch verbogen ist. Oh Gott. Ja, okay. Hab nichts gesagt. Ich mag das Spiel bis jetzt. Es präsentiert die Dinge nicht einfach auf dem Silbertablett. Hey, you. Over there. Hey! What was it? What did you see? There was a woman over there. She disappeared right in front of my eyes. I told you, apart from you and I, there is no one alive on this island, Subject 13. You must be mistaken. I can assure you, I... That is enough, Subject 13. A scientist of your caliber should not be wasting his time with such inanities. Please, do try to concentrate on your mission. Vor allem glaube ich irgendwie auch nicht, dass der wirklich lebendig ist. Ich glaube nicht, dass er das benutzen kann. Was ist das? Total verrostete Metalltrümmer. Dort unten scheint Wasser zu sein. Das ist ein Kanaldeckel. Kann ich den aufheben? Na, das berührt er nicht. Diese Mimose hier. Diesen Abstellraum könnte Werkzeug gelagert sein. Kann ich mir das näher angucken, bitte? Okay, hier muss ich hier Sachen verschieben? Wow, das war jetzt äußerst schwer, aber ich brauche trotzdem noch irgendwas, was ich aktuell nicht habe. Okay, was ist hier? Siphon, durch den das Wasser läuft. Ja, okay. Die Platte ist im Boden versiegelt. Was ist das? Das Gestell aus Holz. Er glaubt, dass er es nicht benutzen kann. Da oben scheint etwas zu sein. Ja, das stimmt. Dann schieb es doch zur Seite. Ich glaube, das jetzt noch brauchen werde. Doch, brauchst du. Ich sag dir, du brauchst es. Was ist das hier? Dieser Metallschrank sieht wie ein Gerät aus, aber ich frage mich, was? Wozu es dienen kann? Kann man sterben, weil das ist so Elektrizität, die immer so aufploppt. Ich habe dieses Symbol irgendwo schon einmal gesehen. Ja, beim Buch. Ein Messgefäß. Diese Maschine muss mit Flüssigkeit versorgt werden. Was haben wir hier? Kann man das Buch dorthin legen? Nein. Kann man damit irgendwas machen? Ich kann auf jeden Fall das Bild nicht drehen. Auf den ersten Blick ist da jetzt nicht so wirklich hilfreich gewesen. Wackelkontakt, ja. Da treten Funken und der will das nicht berühren. Verstehe ich ja gar nicht. Also da muss die Flüssigkeit rein. Damit kann man es dann anmachen. Okay, alles schön und gut. Wir brauchen also Flüssigkeit. Vielleicht Wasser. Auf den ersten Blick kommen wir hier einfach nicht weiter. Deswegen würde ich jetzt mal in den nächsten Bereich gehen wollen. Hier sehe ich auf jeden Fall schon meinen Erfahrungsbericht. Ist gut, dass sie gelb, auffällig sind und immer identisch. Cool, wie wir uns selber im Spiegel sehen können. November 22nd, 2007. The moment you purchase a lottery ticket, you potentially either win or lose. According to quantum theory, both of these possibilities coexist simultaneously, but as soon as the draw is made, they separate into two distinct realities. The one in which you win, and the one in which you lose. What if one was capable of choosing the reality in which one wants to live? The path is still long, but now this dream could become a reality. Okay. Man hat...
das ist ja klar, solange man den Lottoschein nicht einlöst, weiß man ja auch gar nicht, ist ähnliches Prinzip wie Schrödingers Katze, weiß man ja nicht, ob man gewonnen oder verloren hat. Und in dem Moment gibt es dann ja zwei mögliche Realitäten. Ja, man kann das schon so sehen, aber dass man dann eben aussuchen könnte, in welcher man davon lebt, klingt schon interessant. Okay, ich denke mal, ich habe das Wasser zum Laufen gebracht. Ich brauche aber noch irgendeinen Behälter. Den habe ich noch nicht. So, wir mal gucken hier. Was haben wir hier? Wir haben dort ein Löscher, ideal für elektrische Brände. Das Bett ist gemacht. Ansonsten gibt es nichts Besonderes zu melden. Ja, aber da unten ist ja noch was. Ein kleiner Metallkoffer. Hol den mal raus. Darin ist nichts mehr. Ja, danke. Kisses wurde offenbar als Couch-Tisch benutzt. Verwaltungsraum, nichts Interessantes. Metallschrank, guck dir den mal genauer an. Wir gehen jetzt so Stück für Stück durch. Ich dachte erst, es wäre Blut, aber ich glaube, das ist einfach nur Rost. Achso, geht auf. Das geht irgendwie nicht auf. Warum? Doch, jetzt. Schön verrostet hier. Ah, da ist noch mein Erfahrungsbericht. Report from October 24th, 2010. Frankly, some days I feel like punching somebody's lights out. Since the Hunapus turned their territory into a no-go area, my work has come to a standstill. Access to the village is forbidden and that lunatic, Professor F, has ordered me to leave them alone. I'm only doing my job, for crying out loud. So now, to while away the time, I have turned myself into a private detective. Aaron's cat, Mistigree, has not resurfaced for several days, whereas he usually turns up as soon as his food bowl appears. I have never really liked Aaron, but it breaks my heart to see her searching in vain for the animal. I have asked everybody about Mistigree, but nobody has seen him. It looks like I won't be hanging up my Trillian Mac yet. Ross Randall, Ethnologist, and now Investigator. Aha, Mistigree war also ein Kater. Okay. Was ist, wenn, upsa, kann ich mir den Hut noch näher angucken, der da oben war? Noch ein, ach, gefundener Helm und Erfahrungsbericht, okay. November 10th, 2010. Velasquez, Randall, they're all dead. The attack took us totally by surprise and the Hunapus left us no chance. Fortunately, I was hunkered down in Lab 2 with my old revolver. I have taken refuge at the top of the mountain in the hope that the Hunapus' irrational fear of this place will keep them away. Also, jetzt zu dem, was ich sagen wollte. Was ist, wenn es gelungen wäre, sich zwei Realitäten, also sich zwischen einer von denen zu entscheiden, und wir sind in einer und diese Frau, die jetzt dargestellt worden ist, ist in der anderen und hat versucht, Kontakt zu uns aufzunehmen. Also ich sehe nichts Besonderes. Warum kann ich denn da was nehmen? Okay. So, dann haben wir da noch. Da noch. Das ist leer. Dort ist nichts zu holen. Das hätte es verschlossen, aber will er jetzt auch nicht irgendwie sich näher angucken. Dann haben wir das da noch. Duschkabine. Wir brauchen... Achso, jetzt haben wir den Helm. Jetzt können wir darin ja Wasser transportieren, ne? Wasser ist einfach wieder aus. Leer gewesen. Der Helm ist mit Wasser gefüllt und dadurch können wir die Maschine mit Wasser, also mit Flüssigkeit jedenfalls, füllen. Ah, guck mal, jetzt haben wir das da. Jetzt macht das natürlich Sinn, dass wir dorthin konnten. Thank you.
Gott, jetzt ist es natürlich komplizierter. Ich hätte das erwartet. Ich wollte gerade sagen, aber wir dürfen es schon haben, aber nein. Jetzt aber. Jetzt haben wir es. Was ist das? Das muss die Maschine versorgen, okay. Ah, jetzt können wir, denke ich mal, in dem Bereich davor, oder? Weil das sieht so aus wie das Teil, was ich neben dieser Bunkertür hinstellen kann. Also hier so reinsetzen könnte. Wirkt ja schon danach, ne? Hat keine Wirkung. Das wirkt ja trotzdem so. Oder ist das nur ein Teil davon? Es hat keine Wirkung. Verdammte Hacke. Ich denke mal damit, also wenn ich hier das geöffnet und durchgegangen bin, habe ich, denke ich mal, Kapitel 2 ist das ja jetzt, dann auf jeden Fall erledigt. Was mache ich denn jetzt? Ach, ich sehe gerade, die Zeit ist entsprechend schon ready. Das passt ganz gut. Dann kann ich ein bisschen überlegen. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich mit einem Ergebnis. Bis dahin, dann tschüss, eure Time.